Und ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Langsam wird es dunkel draußen. Aber es ist so dunkel hier alles. Ja, selbst in der Kamera wird langsam hier alles dunkel. Ha, lol. Naja, soll uns nicht stören. Wir machen weiter. Auf der Leiter. Also witzig ist nur immer, wenn die Sonne gerade dabei ist wegzugehen, wird es irgendwie drückend. So, wenn die Sonne draußen ist und voll ballert, ist eigentlich angenehm. Aber sobald die Sonne dabei ist, wegzugehen, wird es so richtig drückend irgendwie. Muss ich ja bald meine Ventilatoren einschalten hier. Fange ich schon an zu schwitzen. Na gut, noch nicht. Aber ich spüre, wie mein Körper anfängt zu sagen, jo Junge, ich brauche Kühlflüssigkeit. So, wir haben nur noch 2200 Kilometer vor uns. Holy shit. Da wollen wir mal loslegen. Sag mal, was los mit meinem Auflieger? Wir können ihn gleich. Ach, das ist doch die Brücke, die wir hier im Video gesehen haben. In dem Aussichtspunkt-Video. Ja, genau.
Jetzt hebt sich auf einmal. Weil jetzt will ich hier in der Stadtszene rumgucken. Die kommen ja auch gleich aus dem Pushen. Aber leuchtende Blume, alter Schwede.
Was ist hier mit dem Geschwindigkeitssystem komplett im Arsch? Die vorne immer noch 70. Die ganze Strecke hier schon ein bisschen verbuggt. Auch vorhin bei der Stadt, wo das Stadtauffahrtsschild war. Ab dann denke ich wieder 70, aber es war ewig 50. Und dann auf einmal war 70. Und seitdem ist irgendwie hier komplett Bambuse. Jetzt 50 und die LKWs da vorne immer noch 70. Die man ja schon gar nicht mehr sieht. Außer den Konsistenzstreifen hinter denen. Ja, komplett weg. Da hinten waren sie. Eieiei. Jetzt sind wieder mitten in der City auf einmal wieder 70. Verrückt. Immer geradeaus. Oha, Stau. Gut, ich sehe zwar keinen, aber gut. Neu berechnen.
geradeaus. Warum fährt da ein Bus rum? Was? Okay. Da drüben hat der Unfall. Das Auto fährt aber mehr als 50. Immer geradeaus. Da gibt's noch ein Vorgelb. Lol. Bitte. Warum kann man auf der rechten Spur nur nach rechts abbiegen, wenn hier doch auch wieder beidspurig ist? Was macht denn das für einen Sinn? Immer geradeaus. Links halten und dann links abbiegen. One-Way-Ramp. Lol. Ah, da vorne ist wieder das Ortsende-Schild. Mal gucken, ob diesmal wieder 70 fahren darf. Ja, jetzt geht's sofort.
Ja, da war es vorhin wirklich ein Bug bei der Stelle da. Dann ist bei der Schrank ja irgendwas schiefgelaufen bei den Entwicklern. Aber wie gesagt, ja, selbst dass die Anzeige nicht zu dem gepasst hat, was logisch wäre, sondern auch die LKW haben sich nicht so verhalten, wie die Anzeige ist. Also die NPC-LKWs. Da muss also was ganz Tolles schiefgelaufen sein. So sieht ein One-Way Truck aus. Wir werden schneller und schneller. Kommt damit schnell. Hat er so schnell 100 erreicht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt ein... Also, One-Way Truck entsteht ja dadurch, wenn die Bremsen versagen, weil wenn du halt lange Strecken bergab fährst und halt nicht die Motorbremse nutzt oder den Retarder nutzt, oder die ganze Zeit mit der Scheibenbremse bremst, mit der Trommelbremse bremst, dann kann die halt sehr, sehr heiß werden. Und das kann ja dafür sorgen, dass halt das, ja, die Bremsflüssigkeit halt anfängt sich zu verdampfen. Und halt sobald sie anfängt sich zu verdampfen, hast du halt Gase im System. Die wiederum kannst du aber komprimieren und sorgen dafür, dass, ne, solange wie du nur Flüssigkeit im System hast, Flüssigkeiten kannst du nicht komprimieren. Ergo, wenn du beim Bremszylinder, also wenn du bremst und das Öl quasi gegen die Bremsen drückt es halt mit voller Wucht gegen die Bremse. Das heißt, die Bremse bremst. Wenn aber Luft im System ist, dann ist sie, ja, dann hast du keine volle Kraft mehr an den Bremsbelägen, sondern es wird einfach nur das Gas zusammengedrückt, weil es sehr elastisch ist. Und dementsprechend hast du zwar noch eine Bremskraft an den Bremsscheiben, beziehungsweise an der Trommel, aber die ist halt wesentlich geringer, als sie eigentlich sein sollte. Und naja, kann dann halt sehr schnell dafür sorgen, dass sie nicht mehr ausreicht, den LKW unter Kontrolle zu halten. Gerade wenn du halt eine schwere Last hinten drauf hast. Aber selbst wenn du kaum Last hinten drauf hast, kann es sehr schnell passieren, dass je nach Gefälle die Bremse dann nicht mehr ausreicht, um den LKW stabil zu halten, von der Geschwindigkeit. Ergo beschleunigt er immer weiter. Was sind hier viele Bäume? Holy shit. Ja, kann ich fahren ein bisschen. Ja, so schön. Laube auf einmal bewölkt. Das haben wir aber nicht hier gedingstert. Wo ist das Wetter? Da. Voilà.
Ah, dann ist die Kamera. Machen wir weiter, wahrscheinlich wieder nächste Folge. Schon wieder kurz vor 30. Okay, lass uns eine neue Route finden. So. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.